Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Ark of the Lost Island. Hallihallo, ihr Lieben. So, wie versprochen, wir sind hier von der Höhle. Wir gehen mal davon aus, ganz schwer davon aus, dass das ein Dungeon ist. So. Und zwar hat das zwei Eingänge. Einmal hier. Ich stelle mich mal ziemlich mittig. Hol mal Koordinatis raus hier. So. Da hätten wir hier die Koordinaten 35, 7, 29, 8. Auf Karte seht ihr auch, wo das ist. Ich denke mal, ihr müsst hier, da oben sind Wasserfälle am Rand vom Schneegebiet. Wenn ihr den Flusslauf folgt, kommt ihr hier direkt zu diesem Durchgang. Durchgang deswegen, man kann hier durchgehen bzw. durchfliegen. Deswegen sage ich auch nochmal die Koordinaten vom anderen Eingang. Und zwar die Koordinaten vom anderen Eingang wären dann 37,7, 39,3. Die Höhle sieht nicht spektakulär aus. Haben wir uns auch gedacht. Ist nichts drin zu holen und gar nichts und sind ein paar Mal hier durch. Und siehe da, wir haben einen Seitengang entdeckt. Ich muss gestehen, wir haben den auch nicht sofort entdeckt. Oh. Jetzt fliege ich garantiert wieder dran vorbei. Seht ihr das? So, wir lassen die Vögel am besten hier stehen. Hier drin sind die ziemlich safe. Ich zeige mal da vorne die Koordinaten. Und der Eingang hier, den wir gefunden haben, wäre dann genau bei den Koordinaten 36,5 zu 29,5. Also wie ihr seht, das ist ja ziemlich mittig von dem Durchgang etwa, ne? Ja, so in Auf der etwa. linken, rechten Seite, je nachdem, wo er reinkommt. So, da wir das entdeckt haben, denken wir, dass es so versteckt ist, dass es ein Dungeon ist. Und das wollen wir mit euch überprüfen. So, bereit? Nö, aber los. Weißt Wollte gerade sagen. doch, die Mini ist für die Höhle nie bereit. So, Wurzelgeflecht. Bin mal gespannt, ob die auch so toll aussieht wie die letzte. Aber dunkel ist er nicht, ne? Bis jetzt Also bei nicht. mir wird es nicht dunkel. Ist hell. Du schreist doch nicht. Ich habe zwar Licht angemacht, aber ist hell. Also bisher ist alles gut. Und wenig los. Nicht beschreien. Oder das ist eine Bauhöhle. Dass das doch kein Dungeon ist. Weiß ich nicht. Ach hey, oder wir kommen zur Mittagszeit, die sind alle Mittagessen. Oder zur Kaffeezeit mit gut die Kaffee trinken. Ja, auch Spinnen und so müssen wir was essen. Da wir alleine auf Karte spielen, kommen ja nicht so viele Leute rein, also wird die Nahrungswelle ein bisschen eng. Mit Vorliebe verspeisest du die Mini. So. Oh, da ist ein Loot. Was? Da vorne. Ja, stimmt. Der Weg hier runter ist aber lang, ne? Ja. Was für eine Bauhöhle ein Da ist bisschen. jetzt. Ah, wieder da. Bauhöhle ein bisschen lang gezogen, ne? Ja. In den Bauhöhlen gibt es, glaube ich, auch keine Loots, oder? Ich weiß es nicht, Eine reine Bauhöhle wie ist. das hier auf Karte ist. Da geht auch noch ein Weg lang. Nur zwei Baupläne. Ah. Im Standbild. Da geht ein Weg entlang. Rechts. Oder geradeaus. Ja, wieder da. Vielleicht ist es auch nur ein Rundgang. Ich bleib mal hier stehen, geh du mal drum rum. Aha, dann gehen wir mal geradeaus. Erstmal eine Richtung halten. Oh, ein Wasserfall. Oh, der erste Bewohner. Ein Kaki.
Oi. Ich hoffe, der Pyro denkt an schöne Thumbnails. Ja, wenn ich was Schönes sehe, mache ich auch ein schönes Thumbnail. Ja, Wasserfall ist doch schön. Oh ja. Geht nicht kaputt, okay. Da ist aber eins im Wasser. Okay, das wollte nur ein Kopfschuss. Ja, wieder da. Warte, da drüben ist noch einer. Auf Entfernung solltest du dein Dings nutzen, ne? Also, so weit raus nicht richtig. Au! Vorsicht! Ja, ich versuche ja schon zurückzudenken am Nachladen. Irgendwo ist noch eins. Ja, hinter Felsen. So viel zum Thema Mittagessen, ne? Aha. So, also könnte doch ein Dungeon sein. Mal gucken, wie meine Rüstung aussieht. Ja, ich wollte gerade sagen. Ach, noch alles gut. Ach, ja. Ich sammle die aber ein. Fleisch werfe ich meistens meinetwegen weg, aber wegen Chitin. Hm. Ja, durch die Sinus brauchen wir Chitin in Massen, ne? Ja. Hey, da geht's auch wieder weiter. Wollen wir hinten rumgucken? Ja, mal zum Wasserfall hingehen und sowas, ne? Wie sieht's denn hier im Wasser aus? Gibt's ja auch wieder Perlen? Weiß ich nicht, musst du gucken gehen. Sonst habe ich gleich wieder Standbild. Nö, hier gibt es keine Perlen. Okay. Aber noch Viechers. Ei, wie du bist da hinten? Seid ihr alle tot? Nein. Muss der Büro sauber machen. Bin schon dran. Genau da, wo du bist, sind nämlich noch welche. Ja, super. Ich geh mal ein Stück zurück. Also alle, die ich gesehen habe, außer gefährliches Kacke, habe ich weggemacht. Oh, danke. Sehr schön. Jetzt nacken, wenn sie mir folgen. Oh, hallo. Standbild. Ja, wieder so, da. Ich sammle also, mal ein. Da geht's weiter und da hinten geht's weiter. Ja, lass erstmal alle einsammeln hier. Mach das. Ich hoffe, du sammelst auch fleißig ein. Aber natürlich, wie Sau. Ich wollte keinen Stein einsammeln. Oh. Das Ding, was ich einsammeln wollte, lebte noch. Hölle. So. Das ist zu schwer. Dann muss ich auch wegschmeißen. Wir kamen jetzt von... Wir sind übers Wasser gegangen, ne? Du bist übers Wasser gegangen. Ja, wir kamen... Von da, ne? Ja. Hier drunter geht's auch noch weiter. Ja, ja. Deswegen, da hinten geht's weiter und hier. Na, lass uns mal hinterm Wasserfall durchgehen. Oder neben Wasserfall. Dass wir erstmal immer so die Richtung grob geradeaus halten. Sind quasi jetzt nur geradeaus, dann auf den Wasserfall zu und dann links, falls einen das interessiert. Nur, dass man noch so grob die Orientierung hat. Ja. Die anderen Wege müssen wir gucken, ob das Rundgänge sind oder wie die noch abgehen.
Oh je. Geh mal hier lang. Der sieht vielversprechend aus. Meinst du? Ja, einfach mal links abbiegen und mal gucken. Aber hier ist Stadtgasse. Nüscht. Okay. Also doch geradeaus. Hat's ja vorhin doch gesagt. Einfach mal die Richtung halten, ne? Aber mhm. Wir kamen von da hier. Oh, da habe ich aber gesehen. Ist irgendwas rot. Sind Kristalle. Ja. Ach, hier sind noch mehr Abzweigungen. Lass uns erstmal eine Richtung beibehalten. Ich latsch dir doch nur hinterher. Ja. Man weiß ja nicht, ob das wieder Rundgänge sind oder so, ne? Ja, wer weiß, vielleicht hat das Ding auch mehrere Ein- und Ausgänge. Ja. Mal schauen. Siehst du, da sind nämlich auch diese, das wird ein Höhlenloot. Mhm. Da sind auch die Kristalle. Wahrscheinlich ist das ein Rundgang. Ja, wahrscheinlich, dass du hier oben rauskommst und auf der anderen Seite dann unten. Hallo, stirb! Hey. Da drauf geballert zweimal und das Ding kriegt keinen Schaden. Irgendwo Spinne? Ja, ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Und unten. Ja, die sind alle unten. Ich sammle hier erstmal ein. Mach das. So. Hallo, Herr Froschspinne. Die Sinus sind schon toll. Ja. Also ich habe keine Kampfmusik mehr. Ich auch nicht. Komm ich mal hoch? Mehr. Ja. Hinter dir. Ach, ich bin schon zu weit oben. Flieg! So. Was ist denn? Ich hab schon wieder eine Spinne gehört gerade. Ja, ja, unter dir war die irgendwie, aber ich sehe sie von hier aus nicht. Da ist sie. Geh mal hier runter. Ah, da ist auf mir auch. Nachladen. Und ich hab Standbild. Ah, wieder da. Erledigt. Aha. So. Ja, ich schätze mal, wir haben die Kristalle von da gesehen. Sind. Witzig. Ja, ich denke, dass wir dann links müssen. Dann können wir gucken, ob da waren, das ein Dings ist. Ob das ein Rundgang ist. So, dann lass uns mal hier weiter. Mal eben einsammeln, wie viel Zeit noch rein. Fleisch wegschmeißen, sonst wird das zu schwer. Ich mach mal eben das Chitin. Oh, ich habe schon über 7000 wieder, ne? Zum größten Teil bei ihm rein. 2000 habe ich. Chitin ist ja zum Glück nicht schwer. Ja, haben sie auch schwerer gemacht. Also,
So, du kriegst noch Leben. Du. Damit brauchst du dich nicht belasten. Meinetwegen können wir weiter. So, wenn das ein Rundgang ist, dann müssten wir gleich wieder da rauskommen. Theoretisch. Ja. Wenn nicht, müssen wir zurück und dann geradeaus gehen oder so. Ach, hier kann man auch noch lang. Hey je. Aber das ist hier, wo wir gerade waren. No. Da, das ist ein Rundgang. Dann gehen wir hierher. Wenn das Wintersackgasse ist, dann müssen wir halt den Kristallen folgen. Und das ist auch Sackgasse, also den Kristallen folgen. Na, man muss ja wenigstens mal die Wege erkunden. Jo. So. Spaziergang mit Pyro und Mini. Ja. Da geht's noch und wir gehen mal hier entlang. Mich wundert ja Höhle und noch kein Spinnengeweb gesehen oder so, ne? Mhm. Viele Spinnen sind ja da, aber... Wer weiß was... Da liegt eine Leiche, hier waren wir schon. Nein, die habe ich von hinten weggeschossen. Okay. Ja. So als Wegweiser und so. Also wenn du Kryopods hast, da könntest du hier mit Dings rein, mit, ach, wir sind schon wieder am Wasserfall. Ja, wir sind doch hier hinten hinterm Wasserfall hier reingegangen. Ja. Wow. Dann lass uns wieder zurück und irgendwo anders lang gehen. Mhm. Kann ja nicht sein, hier muss noch irgendwas in der Höhle sein. Wir sind vorhin gerade ausgegangen. Dann gehen wir jetzt hier lang. Di. Tja, hier ist... hier könnte man so eine kleine Go-Kart-Bahn einrichten. Geht recht rund. Ah. Hier weiter. Tagesaufgabe, finde den richtigen Weg. Ja. Ja, das ist ja die Halle, wo wir gerade waren vorhin. Ja, mit den Kristallen. Ja. Dann ging es ja noch da vorne ab. So viele Spinnen und kein Spinnen, das ist schon komisch. Ach je, hier geht's auch nochmal links und rechts. Hm. Ah. Oh, hier ist Grünzeug. Hier waren wir noch nicht und hier bleiben wir auch nicht. Ja. Ein Satz mit X und so, ne? Ja, ist wohl so ein kleiner Irrgarten hier. Ja, hier ist wieder Grünzeug. Aber kein Rundgang. Abwarten. Jetzt sind wir gleich wieder bei. Ja, wir sind wieder in der Kristalldings, so wie es aussieht. Yay! Tja. Da sind wir lang gegangen. Aber da schon lang. Die Spinne hier kenne ich. Ja. Hier sind wir auch schon lang gegangen, ne? Ja. Dann gehen wir zurück zum Wasserfall, ob da noch ein anderer Weg abführt. Da war doch noch einer, ne? Ja. Irgendwo.
Wasserfall? Also Wasserfall ist gut, weil ich müsste mal was trinken, so langsam. Nö, nee, ich noch nicht. Du warst ja vorhin im Wasser, du Witzbold. Gehen wir jetzt noch zum Wasserfall? Ich weiß es nicht, nö, das ist die Kristallhöhle. Ach herrje, dann fliegen wir bei der Kristallhöhle hoch, wo wir reingekommen sind. Da ging es ja auch direkt zum Wasserfall. Ach, wir sind da, wo wir reingekommen sind. Ach herrje. Sehr schön, also hier rum geht es dann wieder zum Wasserfall. Mhm. Ja. Ja, ich mit meiner Orientierung, ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir sind. Tja. Ja, aber ich dachte, es wäre ein Dungeon hier, so Artefakt und so. Ja, vielleicht haben wir noch irgendwas übersehen. Ja. Also für eine Bauhöhle finde ich das ein bisschen groß. Ja. Und auch zu sehr lang gezogen. Ja, wenn es nur eine Bauhöhle ist, wäre das zu groß. Tja, geht es jetzt darum oder darum? Wir gehen mal geradeaus. Meinst du, von hier geradeaus sind wir gekommen? Glaub. Nö, hier ist ein Wasserfall, siehst du? Ne, wir sind alle Wege. Bist du am Leben? Ja, das ist am Leben. Das ist noch eins. Noch eins. Noch eins. Noch eins. Nachladen. Ja, ich auch. Scheiße. Ehrlich. Wie schön sie alle aus der Wand gekommen sind, ne? Ja. Ja, ich denk mal, das ist so gewollt. Waren wir hier hinten schon drin? Wo jetzt die ganzen Viecher liegen? Oder ist das kein Durchgang? Das ist kein Durchgang. Schade. So. Rauswerfen. Schon wieder über 2000er. Tja, wir sind von da gekommen. Oh. In der Wand. Komm nicht weg. Ich hänge. Warte, ich komm. Ja, die waren alle in der Wand drin. Nachladen. Ich bin oben am Deckel hängen geblieben. Alles gut. Sind wir denn hier schon lang gegangen? Ich wollte gerade sagen, wir können ja mal dem Wasser folgen. Oh. Ein Mini-Durst und so. Doch. Nein, geht nicht. Doch, ich hab getrunken. Ah, jetzt. So, So, hier ist eher zu. Da geht's nicht durch. Hier geht's noch. Nee, hier, hier sind wir doch hergekommen. Hier geht's raus. Klar, wir gehen doch von hier auf den Wasserfall zu, oder nicht? Ja. Also geht's hier raus. Ja, da geht's ja auch berghoch.
Nö, 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 nö. Nisch mit dem Büro. Und hier sind wir schon raus. Rausgekommen, ne, oder nicht? Ne, wir sind hinten, aber ist ja voll rausgekommen. Ach, herrje, weiß einer wo lang? Ja, ich nicht. Wie immer. Hier geht's auch hoch. Ja, da liegt wieder ein totes Viech, also werden wir hier schon gewesen sein. Ja. Warte mal, hier gibt. Waren wir hier schon drin? Weiß nicht, jetzt gehe ich gerade hierher. Und wenn hier nichts ist, dann gehen wir runter und gehen dann rechts. Mhm. Oder geht das hier raus? Weil es immer weiter nach oben geht, ne? Ja, ja, deswegen. Sieht so aus, wenn es rausgeht. Hm. Ja, der Eingang, der hatte sich doch so lang gezogen, glaube ich, ne? Ja. War das vorhin aber dann doch nicht der Ausgang? Hm. Ja, hier ist der Ausgang. Das war blöd. Wir wollen ja schon alles sehen von der Höhle, ne? Ich glaube nicht, dass wir schon alles gesehen haben. Ja. Einmal versuchen wir es noch. Ja. Suhu. Ach, Pyro. Ja. Zu voll zum Laufen, ja. Weniger Ausdauer verbrauchen, weniger Wasser, weniger Essen. Aha. Es hat ja jetzt genug Chitin in Plus. Ja. Ja. So, wieder ein Wasserfall. Hallo, de Kaki. Wo ist der denn jetzt her? Da wollten uns die Kaki bis wirklich ans Leder. Mhm. Oh, was? Kann nicht. Hier ein Weg. Weiß ich nicht, muss erstmal Fleisch wegschmeißen. Nö, das ist kein Weg. Gut, dann gehen wir einfach mal hier weiter.
passt ja normal nicht, ne? Wir kommen ja von hier. Von hier sind wir jetzt gekommen, ne? Ja, und du wolltest vorhin erst hinter den Wasserfall gucken. Ja. Also waren wir da noch nicht drin. Tja, also wann. Stimmt, dann waren wir hier noch nicht drin. Okay. Und hier sind wir vorhin nicht hergegangen, weil wir sagten, hier geht's raus. Mhm. Weil es der Berg aufgeht. Vielleicht geht's ja trotzdem raus, so, ne? Also so ein Kreisverkehr ist oder so. Ja. Ein Kreisverkehr, ein kleiner. Düb, 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 düb. Ja, wenn das jetzt nichts ist, dann gehen wir wieder raus, dann ist hier nichts in der Höhle drin. Dann müssen wir alles haben. Denke ich mal. Ja. Dann ist auch die Folge vorbei und Hochloot. Oh, ich bin. Lade nach. Da, ich lade auch nach. Oh, da sind Spinnennetze, siehst du? Oh. Lade nach. Na? Lade nach. Ja, ich auch. Aua. Standbild. Okay. Ah, wieder da. Ich höre immer noch irgendwo eine Spinne, aber ich sehe sie nicht. Auch nicht. Sie wird irgendwo in der Wand hängen. Ja. Dann ist der so. So, aber hier waren wir definitiv noch nicht. Ich sammle mal ein. Bei der schön stimmungsvollen Musik sammle ich mal Kitty. So, dann lass uns mal hier den Spinnenweben folgen. Mhm. Denn da ist er doch. Da. Hast einen Weg gefunden, ja? So. Die ist jetzt aber weg, die Spinne. Ja. Die hat bestimmt der Sinomakrops genascht. Weiß ich nicht. Der nascht auch nicht immer, ne? Hat der Fleisch drin? Ja, der hat Fleisch drin. Tja. Das braucht. Ach, jetzt habe ich ihn wieder zugemacht. War das nicht. Das brauchst du nicht, das brauchst du nicht, das brauchst du nicht. Aber du kriegst noch ein bisschen Chitin. Oh, der hat schon über 10.000 Chitin jetzt, ne? Ja. Er kann's halt, ne? Ja. So. Dann lass uns mal hier weitergehen. Mhm. Denn ich hatte ja vorhin schon gesagt, so viele Spinnen und kein Spinnengewebe, ne? Ja. Ach, Cookie da. Hey. Da sind ein paar Leichen und so. Foto, Foto. Ja, da muss er, wollte ich gerade sagen, da muss er aber ein Bild machen. Das sieht gut aus. Ja, schön. So. Und weiter geht das. Mhm. Ich höre es brummen. Oh,
Artefakt. Oi. Hier gibt's doch ein Artefakt. Stirb da hinten. Ja, warte, ich komm zu dir hin. Sturb. Ach, da. Hab ich jetzt gar nicht gesehen. Leute, wir haben das Artefakt gefunden. Yay. Also doch Dungeon. So, warte, da müssen wir jetzt uns hier hinstellen, dann machen wir ein Bild. Sehe ich jetzt so einigermaßen richtig? Ich sehe es nicht. Da muss ich weiter vor. Du siehst, wo ich stehe, ne? Und du siehst, wo ich hingucke, du Banani. So, du guckst in die andere Richtung. Ja. Ach, das doch. Na, wenn die Mini nicht neben mich hinkommen will, dann komme ich halt zu dem Mini hin ein Stück. So. Passt aber nicht mehr mit dem Bild. Okay. Dann machen wir jetzt so ein Bild. Dann muss ich mich halt nochmal drehen. So. Du. Dann ist die Mini halt nicht mit auf dem Bild drauf. Kann ich nicht ändern. So. So, ich denke mal, wir haben den Loot gefunden und deswegen sagen wir von hier aus erstmal, ja, wir werden uns noch hier rauskämpfen, dann nach Hause düsen. Deswegen sage ich mal von hier aus, oder wir von hier aus, tüdelü und schü und so. Tschüss. Komm, 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 komm